Was war das da letztes Mal? Kann man das Bosskampf nennen? Kleiner Nebenboss? Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Wie undokumentiert ist das Element Zero? So. Ich meine, ich habe hier 100% erreicht, also was will ich eigentlich noch? Nee, von dem Architekten muss ich mich erst erholen, ganz im Ernst. Erstmal ein Schlückchen trinken hier, erstmal. Schlückchen. Das war fies. Und wieder interessieren sich Tiere für Ups, unsere Entschuldigung. Kisten. Weiter zum nächsten hätten wir. Haben Sie hier auch alles weggefressen wie an den anderen Orten? Sam, laut Scan wurden die Lieferungen so terminiert, dass zu der entsprechenden Zeit niemand hier. Hier war. Die Lieferdaten wurden vorsätzlich manipuliert, möglicherweise um Konfrontationen während des Diebstahls zu vermeiden. Diebe mit Herzen aus Gold? Für organische Analysen sind mehr Daten erforderlich, Pathfinder. Weshalb wir uns... Was ist das? Wir machen uns jetzt erstmal auf dahin. Ist wie so der letzte, oder? Was ist das? Naja, Steine klopfen. Ich auch. Ich bin echt gespannt, was die Initiative aus diesem Planeten machen wird. Ich hoffe, Prodromos wird... Natürlich auf der anderen Seite. Hohe Maßstäbe setzen. Ich habe gehört, die Ressourcenlieferungen haben zugenommen. Das ist ein gutes Zeichen für alle, die hier zu leben versuchen. Nein, 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 nein. Ist das eigentlich noch so eine Giftbrühe? Was zum Pathfinder? Was ist mit dieser Leiche passiert? Ein Scan könnte uns mehr verraten. Ah, welche Leiche. Da habe ich doch schon gescannt. Ich drauf? Nein. Wo ist denn hier eine Leiche? Wo hast du nur eine Leiche gesehen? Ey, das nervt.
sorry, aber... Das ist der letzte Ort. Und auch hier haben unsere verschwundenen Kisten Tiere angelockt. Gute Arbeit! Die Viecher sind erledigt. Aber wie es aussieht, sind diese Kisten genauso leer gefressen wie die... Pathfinder, durch die Untersuchung der Vorratslieferungen konnte ich einen möglichen Ursprung der Manipulationen ermitteln. Aha. Okay, der Nav-Punkt eines Verstecks. Sehen wir doch mal nach, wer seine Diebstähle derart umsichtig geplant hat. Ich habe die Positionen markiert, Pathfinder. Was ist das? Ja, und? Ist das das, was schon auf meiner Karte markiert ist? Ja, aber ich hätte gesagt, einmal hierher... Das war der Letzte. Warum kann ich die nicht scannen? Achso, das war ein Cat. Es ist schwer, sich an Leben auf diesem Felsen zu gewöhnen. Wir haben ihn zu lange von der Nexus aus angestarrt und gewusst, dass wir versagt haben. Warum ist hier eine Geißelanomalie? Okay, Elementierung. Ach, das wird angezogen. Die Geißel wird also von den... Okay. Arbeitsauftrag. Platzierung von Außenposten Überwachungssonden. Vorortaufzeichnung. Bericht von Techniker Eric Camber. Beginn des Logs. Dieses Gebiet zu überwachen war die richtige Entscheidung. Die Lebensfähigkeit ist enorm. Nur eine weitere Sonde? Tja, ich bin nur ein weiterer Techniker, aber ich werde tun, was ich kann. Eines Tages werden wir es geschafft haben. Ich lade meine individuellen Protokolle. Das EGR ist besser als ein doppelter Espresso mit einem Schuss E-Zero. Ich werde in der Hälfte der Zeit rauschen. Verdammt, sieht aus, als wären das die Cat. Ich versteck mich. Rauschen. Ich muss die Sonden platzieren. Das hier ist wichtig. Rauschen. Kein Input, kein Input, kein Input. Standby-Modus aktiviert. Ende des Logs.
Ich verzeichne NAV-Punkte für die Platzierung von Überwachungssonden. Eine triviale Aufgabe. Für diesen Techniker war sie alles andere als trivial. Lad sein Protokoll. Wir lassen diesen Job nicht unerledigt. Natürlich nicht. Alter. Sender. Man hat alles hier Namen. Beschissene noch dazu. Sicherheit. Die Relikte sind schrecklich. Ich weiß nicht, wie hier irgendjemand etwas zustande bringen soll. Ich gebe mich diesem Planeten nicht geschlagen, Pathfinder. Aber ich sollte etwas Ungefährlicheres machen. Ja, ich werde die Fauna studieren. Dieses Mal bin ich auf alles vorbereitet. Ja, ich werde dich garantiert nochmal retten müssen. Cluster aus der dunklen Energie ähnlich der Geißel, aber in kleiner Maßstab. Stellt elektronische Systeme wie beispielsweise Schilder und fügt organischen Lebensformen Schaden zu. Okay. Beim nächsten Mal muss ich ihn also vor Fauna retten. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Um die Ecke da und dann nach links. Ich würde mich hier ja nicht niederlassen wollen. Aber es gibt genügend andere, die sich darum reißen werden. Ach, ist das nicht der Ort, wo ich vorhin... verreckt bin? Also vorhin ist gut, beim letzten Mal. Eine Turianerleiche. Was macht die hier? Boah, hör
auf, Anamale, du verzettelst dich schon wieder. Da Steine klopfen, da das. Ernsthaft, ich pack zu nah dran. Ah, dein Job hat begonnen. Kleine Nebenmission. Es ist wieder ein Schritt nach vorne. Weiter so, Dad. Was hören wir da, Sam? Techniker Eric Kembers Sondenprotokolle. Sie scheinen auch aufgezeichnete Motivationslogs zu enthalten. Sein Sohn. Ganz kurz nehmen. Das letzte Mal, als ich hier war, war das ja alles verstrahltes Gebiet. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Ich würde gerne erstmal das. Kann ich nicht mehr, okay. So. Noch in ein Gewölbe. Aber wollen wir da wirklich rein? Ja, natürlich will ich. Was da unten wohl ist. Wozu bin ich auf Pathfinder? Krieg ich die Tür auf? Nein, natürlich nicht. Oh. Wie kommt dein Datenpad hier runter? Neues Tagebuch, Anna Carroll, Tag 8. Gestern ist mir das Essen ausgegangen. Nicht, dass ich überhaupt etwas runterkriegen würde. Der Tempel hält zwar die Strahlung ab, aber ich spüre, wie ich schwächer werde, weil ich hier draußen ausgesetzt war. Sie zerfrisst mich von innen heraus. 8 Tage und der Sturm hat immer noch nicht nachgelassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich gehe, bringt der Sturm mich um. Wenn ich bleibe, verhungere ich. Wenn die Verstrahlung mich nicht vorher erledigt. Ich muss mir einen Ausweg einfallen lassen. Ich bin Datenwissenschaftlerin und umgeben von Maschinen. Ich muss doch etwas tun können. Die Maschinen irgendwie nutzen. Ich werde versuchen, sie aufzuwecken. Nun, das bringt uns einen Schritt weiter. Ernsthaft? Was ist denn passiert? Nach hinten los. Oh.
Schade, den hätte ich gern gescannt. Oha. Was uns hier unten wohl noch alles erwartet? Wir werden sehen. Bis dann.